Mit freundlicher Unterstützung der Firma Niebling habe ich heute für euch einen Reinigungsstab für Langwaffen gefertigt aus Carbon. Dies ist auch kein Carbonrohr, sondern es ist tatsächlich ein massives Stück Carbon, was bedeutet, es ist soweit eigentlich ziemlich verwindungssteif und biegt sich nicht so leicht durch wie vielleicht manch andere Federstahlstäbe, was nicht heißt, die Federstahlstäbe wären schlecht. Geliefert wird der Carbonstab in dieser relativ stabilen Kunststoffröhre mit abnehmbarem Deckel, versteht sich. Und damit kann dieser Putzstab auch sehr gut sauber und ordentlich aufbewahrt werden. Der Putzstab selber am Griff ist zweifach kugelgelagert und man sieht auch, wenn ich den Griff drehe, der dreht sich sehr schön frei. Das bedeutet auch, dass beim Einführen in die Waffe von hinten durch die Patronenkammer man wirklich sieht, wie der Reinigungsstab sich tatsächlich dreht. Wir haben am Griff sowie an der Spitze hier vorne Messinghülsen, die natürlich dementsprechend auch schonend mit dem Lauf und dem sonstigen Material der Waffe umgehen. Sehr schön ist auch, Niebling typisch, vorne das Gewinde ist ein M4-Gewinde und somit passend für alle anderen Bürsten, die die Firma Niebling anbietet. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, da wir dadurch keine Adapterstücke oder wie auch immer benötigen, um Bürsten für andere Kaliber etc. anbringen zu müssen. Und jetzt wollen wir auch schon direkt mal rein ins Geschehen. Ich habe hier eine Föhre 22er Mehrladerbüchse, einen Repetierer. Und den wollen wir jetzt einfach mal demonstrationshalber sauber machen. Ich werde jetzt nochmal das ganze Ding ein bisschen verschieben, dass ich mehr im Bild bin. Das ist immer ein bisschen schwierig mit den Langwaffen. Kurzwaffen kann man wunderbar austarieren. Aber die Langwaffen sind halt immer so ein Problemchen. So, mal gucken, ob das einigermaßen hinhaut. Nee, noch nicht. Müssen wir noch ein bisschen weiter. Denn ich möchte auch, dass ihr tatsächlich seht, wie sich der Stab dreht. Wir beginnen mit der 22er Ölbürste. Nehmen wir aus der üblichen Hülse raus. Schrauben sie vorne entsprechend drauf. Das ist eine wunderbare, lange Gewindeführung, die auch hier absolut bündig am Gewindestück abschließt. So, wir nehmen Nieblings Reinigungsfluid Pulpo, machen davon ein bisschen was auf die Ölbürste drauf. Ich habe tatsächlich leer gekriegt, das Fläschli. Und dann führen wir die Bürste von hinten in die Patronenkammer ein und führen sie von hinten in die Patronenkammer ein und komplett durch. Diesen Vorgang wiederholen wir mehrmals, zwei, dreimal, einfach nur um zu gucken, dass der Lauf auch entsprechend benetzt ist. Haben wir das Öl entsprechend oder das Reinigungsmittel der Wahl, in dem Moment Pulpo, entsprechend aufgetragen, lassen wir das ein paar Minuten einwirken, können derzeit schon mal die Ölbürste weglegen und nehmen uns die Messingbürste. So. Und führen diese dann ebenfalls von hinten in den Lauf ein. Tutto completo durch und ziehen sie wieder nach hinten raus. Führen sie wieder ein und nach hinten wieder raus. Wenn die Bürste nach hinten wieder rausgezogen wird, bitte immer darauf achten, dass sie tutto completo vorne wieder raus ist mit jeder Borste und dann langsam wieder gleichmäßig nach hinten ziehen. Ihr seht auch, dieser Stab verbiegt sich so gut wie gar nicht. Der ist sehr, sehr steif und lässt sich damit wunderbar durch den Lauf durchtreiben, ohne dass sich da etwas verbiegt.
haben wir den Lauf mit der Messingbürste entsprechend gereinigt. Nehmen wir sie vom Reinigungsstab wieder runter und nehmen dann zum Beispiel den 22er Patchhalter und dann zum Beispiel die Patche aus dem Hause Niebling, reine Baumwollpatche, und schauen, dass wir diese ebenfalls von der Patronenkammer aus durch den Lauf durchtreiben und dann rückwärts wieder zurückholen. Und wir sehen, auch da ist durchaus der Schmodder mit rausgekommen. Dieser Putzstab hat eine sehr hohe Qualität, das sieht man. Man sieht auch, dass der Firma Niebling sehr viel an den Qualitätsansprüchen liegt, die sie sich stecken. Und dieser Putzstab ist echt top. Bezogen werden kann dieser Putzstab in der Shooters Corner in Butzbach, sowie sämtliche Bürsten und alle anderen Putzsets der Firma Niebling auch. Preis liegt bei 56,89 € sind es, glaube ich, für diesen Putzstab, roundabout. Was auf den ersten Blick hin nach viel klingt, ist es aber nicht, wenn man sieht, welche Qualität hier tatsächlich geliefert wird.